Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Wir haben uns aktuell hier hinten ein bisschen eingegelt, so ganz dezent, wie ihr sehen könnt. In der Hoffnung, dass wir dann mal die ganzen Larrys hier vernünftig im Schach halten können. Wir werden leider permanent nervigerweise belagert. Sofort. Und ich denke, wir sollten hier oben noch ein paar Türmchen zusätzlich hinstellen. Stimmt, das wollte ich, glaube ich, beim letzten Mal am Ende noch machen. Danke. So, erstmal ein kleiner Überblick. Wie viel haben wir hier? Eisen ist jetzt, glaube ich, gerade Mangelware, wenn ich richtig im Hinterkopf habe. So, ihr drei könnt jetzt mal hier oben dazu. So, wir haben 1300 Eisen. Okay, noch haben wir ein bisschen was über. Das ist gut, aber eben nicht so viel. Und deswegen, ich muss mal gerade schauen. Okay, du hast Lebensraub, das ist sehr schön. Mondsilber und Aria, wunderbar. Machen wir hiervon erstmal 10, dann schauen wir weiter. Wobei ich glaube, die kriegen das jetzt so ganz gut hin, die Türme. Sieht halbwegs solide aus, aber ich glaube, zur Sicherheit gönnen wir uns trotzdem noch einen. Hier hinten, falls die zu weit kommen, einfach. Dass wir hier hinten noch Türme haben, die entsprechend draufhalten können. So, und auf die Fresse. Rems. Ich muss sagen, wenn alle unsere Larrys hier draufhauen. Hm, was? Wo? Achso, das war einer unserer Dunkelelfen-Larrys, der jetzt gerade gesprochen hat. Ich war jetzt kurz irritiert, weil mir die Stimme so unbekannt vorkam. Schnell. Und wir könnten mal wieder einen hier raushauen. Sehe ich gerade, dass hier ein bisschen angeschlagen sind. Und das sollte ich nicht vernachlässigen. So, wo lang, ey? Wenn ich hier die Anzahl schon sehe und meine lächerlich geringe Anzahl an Truppen im Vergleich dazu, zwar viele Goblins und alles, aber halt sind ja leider selten die, die vorrennen. Dann wird man ein bisschen schlecht. Naja, wir schauen mal, dass wir das irgendwie gewuppt kriegen. Wenn hier so langsam aus sich, dass das Aria knapp wird. Was? Da ist durchgekommen? Ey, wir haben so viele Hypnosetürme. Und ihr kriegt es nicht hin, den mal im Stand zu halten. Na gut, wahrscheinlich die Feuerfrequenz einfach zu langsam. Den kriegen wir auch gerade. Wunderbar, wunderbar. Es läuft. Limit läuft. Auf meinen Befehl. So, mehr Todesritter und dann würde ich sagen, sollten wir uns noch ein paar Hexer gönnen. Ich denke, da ist der Damage-Output ein bisschen höher, als wenn wir Nekromanten machen. Sowas von auf den Senkel. Habe ich das schon mal erwähnt? Ich glaube noch nicht mal.
Lasst uns kämpfen. Folgt mir. Apropos nervig. Ich find's auch nervig, dass die hier anscheinend durchkommen. Ja. Ich glaube, ich werde nicht. Habe ich alle Buffs? Ja, ne? Ich überlege gerade, wie viele Truppen ich von welchem Typ haben möchte. Ich guck. Ich glaube, wir belassen es erstmal bei 5 Todesrittern und dann gucken wir, dass wir noch einige Hexer hinzuholen. Dass wir wirklich mal Fernkampfpower haben. Dann würde ich aus dem restlichen Puffer, den ich noch habe, an Versorgung entsprechend nur noch Hexer holen. Mir nach. Lasst uns kämpfen. Gerne, du darfst gerne kämpfen. Wenn du willst. Boah, ey, wie. Ohne Witz, ich glaube, ich wurde noch auf keiner Karte so dermaßen penetrant belagert wie hier. Ich wüsste es jetzt zumindest nicht. Bereit. Vorwärts! Vorwärts! So, den hätten wir schon mal weggegrillt. Ja, bitte jeder auf einen einzelnen, nicht irgendwie zusammen mal einen fokussen. Aber ich finde das sehr gut, dass der Kriegs ja zumindest so 3-4 Treffer aushält, auch wenn ich insgesamt immer noch finde, dass die viel zu viel unverhältnismäßig Schaden machen. Der Tod ist nur der Anfang. Sofort. Eieiei. Nervig, nervig, nervig. So, jetzt gleich haben wir endlich mal unser Versorgungslimit voll. Ich überlege gerade, wo ich angreifen möchte, oben oder unten. Folgt mir. Ich glaube, unten macht mehr Sinn, weil wir oben mehr Türme haben. Hier unten haben wir 5 Türme. Wie viel haben wir hier? Also die Schaden machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 insgesamt. Ja, wir gehen unten lang. Und prügeln uns erstmal in die Richtung vor und suchen dann das entsprechende Dorf, die entsprechende Siedlung, die uns da so zusetzt. Ich bin unwürdig. Ja, das bist du. Ja. Schnell. Komm schon, die nächsten. Eieiei, es ist so nervig, Leute. Es ist einfach nur nervig. Aber gut, da müssen wir halt irgendwie durch. Hilft ja alle nichts, ne? Magst du vielleicht auch mal? Achso, du schießt schon drauf. Sehr gut. Ich finde das so blöd, dass die erst warten, bis der nicht mehr diesen Hypnose-Status hat. Und na, also wäre geil, wenn die durchgehend schießen würden, sofern ihre Schussfrequenz das hergibt. Aber tun sie leider nicht. Schade. So, wir sind am Limit, ihr Lieben. Und los! Dann hoffen wir mal, dass wir da genug Fernkämpfer haben. Und dass wir allgemein genug Feuerkraft haben. Und vor allem, dass ich mit dem Heilen einigermaßen hinterherkomme. Ich würde sagen, bevor uns jetzt die Ressourcen irgendwann knapp werden, speichern wir mal. Vorwärts! Also Ressourcen knapp werden im Sinne von, wenn wir jetzt einen Fehler machen und unsere Truppen verheizen, wäre das ziemlich ärgerlich. Deswegen Safety First mit einem Safe Spot. Jetzt hatte ich
kurz überlegt, ob ich die Truppe da erst abwarten möchte. Aber ich gehe einfach mal nach hier oben. Lasst erstmal unsere Türme ran. In der Hoffnung, dass die mir nicht direkt entgegenkommen. In der Hoffnung, dass er jetzt nicht von hier oben mit allem losrennt, weil er uns da sieht. Das sieht aber nicht so aus. Das ist schon mal gut. Das beruhigt. Sie belagern unsere Stadt. Nein, das ist Quatsch. Wir belagern die Stadt gar nicht. Das ist, oh. Was verlangt ihr? Bitte einmal die Tür mir hier klar machen. Ich wollte gerade sagen, kannst du vielleicht mal ihn hier hinten lieber anschießen? Sie belagern unsere Stadt! Ich will nicht sterben! Ah, ah, nein! So, und ab dafür. Ohne Mist, ich finde es zwar wunderbar, wie viel Schaden wir austeilen, aber weil die eben auch so dermaßen viel Schaden austeilen, müssen wir leider echt durchgehend heilen, sonst verlieren wir Larrys. Ich glaube, wir haben jetzt schon einen verloren, oder? Ja, ich habe fast durchgehend geheilt und trotzdem knallen die uns die Typen weg. Geil. Vorwärts. Nicht. Folgt mir. So, jetzt müssen wir definitiv durchpreschen. Na komm, du kriegst jetzt mal nur einen kleinen Heal. Schnell. Und wir marschieren allesamt direkt weiter. Da endlich mal ein bisschen Tempo reinkriegen. So diese Vierergruppe. Vorwärts. Kommt von hier unten und da kommt schon die nächste. Ja, ganz dolle Wurst. Korrektur, ist das eine Fünfergruppe. Du geh mal bitte zurück. Und du mach mal einen Gruppenheal. Das ist definitiv eine gute Idee gewesen, die Skelette einfach mal vorzuschicken. Ich meine, wozu haben wir die denn? Also schön alles umzingeln hier. Ach, da kommt schon der nächste, ey. Das darf echt nicht wahr sein. Ich glaube, das ist die Karte, die mich am meisten bisher nervt in diesem Spiel. Schnell. Vorwärts. So, ab dafür. Gebt euren Blassen, wir sie nicht warten. So, geht doch. Komm, bevor der uns gleich alle hier in den Rücken fällt. Ich würde mal vermuten, die kommen daher, deswegen gibt's da, warten wir kurz, bis wir ein bisschen Mana regeneriert haben, weil da sind wir, glaube ich, jetzt ein bisschen mau aufgestellt. Ja, wobei, euer Mana ist relativ schnell, relativ voll geworden. Ach, von da hinten kommen die immer. Super, dann ist ja das Dorf noch nicht mal das Richtige. Schön. Alles, was ihr wünscht. Danke. Dann warten wir die Scooby-Gang da noch ab.
Oh, ich hab ja eigentlich gar keinen Bock hier anzugreifen, weil ich weiß schon wieder, wie viel ich da verlieren werde. Das wird wieder so eine schmerzhafte Erfahrung werden. Wie kann ich dienen? Aber es hilft ja nichts, wir müssen ja irgendwie durch. Wenn ich wenigstens schon die Baupläne für ein großes Haupthaus hätte, aber die habe ich leider nicht, oder? Ich hoffe, ich habe die jetzt nicht irgendwo liegen und eigentlich hätte ich viel mehr Einheiten haben können. Nein, kein großes Haupthaus, schade. So, und ab dafür Goblins und Skelette bitte vor. Ey, da kommt schon die Nähe. Alter, was ist das? Sofort. Und los. Wie nervig kann man bitte sein? Vorwärts. Ich speichere nochmal. Bevor ich hier noch mehr Larrys verliere. So, und ab dafür. Und los geht's, 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 geht's. Ein feiger Angriff. Zur Ehre Aonirs. Schnell. So, nochmal schnell einen hier. Und oh, jetzt wollte ich sagen, bevor die nächsten kommen, greifen wir an, aber jetzt kommen sie von links. Geil. Will ich vielleicht nach hier unten da erstmal durchmarschieren und den Typen da platt machen und rechts das Dorf einfach mal liegen lassen, so lange? Vorwärts, Krieger! Und los! Ah, da kommen immer welche angerannt. Vorwärts! Was habe ich denn jetzt auf einmal so viele Skelette bekommen, nett? Alles, was ihr wünscht. So, gibt's den einen mal schön dreckig. Die Linien dürfen nicht brechen. Nor ist mit uns. Und los. Oh, die wollen schon weiterrennen, ey. Ich glaube es ja wohl. Komm, ich marschiere jetzt hier ein. Pfeif drauf. Skelette vor. Für den Orden. Für den Orden. Die Linie dürfen nicht brechen. Ja, du solltest jetzt nicht an vorderster Front stehen. Der Boden ist wohl der Anfang. Was habe ich gerade gesagt? Nicht an vorderster Front, mein Lieber. So, ich habe nicht mehr viel Mana. Aber solange jetzt hier nicht noch eine Patrouille dazu kommt, denke ich, sieht das halbwegs gut aus. So, jetzt macht man hier alles kaputt. Na, geht doch mal aus dem Weg, ich will in die Kiste. So, Menschenarbeiter Stufe 15, nice. So, gibt's den bitte einmal recht dreckig. Danke.
Und jetzt weiter hier das Dorf dem Erdboden gleich machen. Sehr gut, schon mal eine Sorge weniger. Und im besten Fall auch eine Quelle für permanente Angriffe. Ich weiß nicht, ob das ob von dem Dorf hier explizit Angriffe ausgegangen sind, aber... Ja. Naja, Hauptsache ist weg. Hui, wir haben jetzt richtig viele Skelette. Das gefällt mir ja mal richtig gut. Schnell. Dann prügeln wir uns erstmal hier rechts durch, weil von hier kommen ja augenscheinlich Angriffe. Gut, da unten auch. Das ist dann aber später Problem. Sofort, sofort. Schnell. Noch ein Skelett mehr. Nice. So. Schön Skelette und Goblins vor. Na, natürlich, irgendein Krieger findet ja immer sofort den Weg in die Reichweite der Klauen unserer Feinde. Leider. Schnell. Oh, wieder neue Skelette. Sehr gut. Bereit. Ja. Folgt mir. So, ich glaube, das Dorf ist dasjenige welche. Wo wir mal vorstellig werden sollten. Oh, shit, wir haben schon 6 Dings verloren. Kriegsherrn. 2 Todesritter. Ei, ei, ei. Mir nach. Vorwärts. Ob das was wird, ich weiß ja nicht. Ach, guck mal, hier sind auch irgendwie mal ein paar Schwatte. Und los. So, Feuer frei. Geht's ihnen dreckig? Ich gebe euch dann dreckige Heilung dafür. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Der Tod ist nur der Anfang. Na, mit dem nächsten Heal warte ich erstmal. Oh Gott. Und ab dafür mehr Heal. Na, die Gegenwehr wirkt allerdings leider gar nicht so vergebens. Wirkt leider sehr effizient. So, mein Bär ist auch weg, mangels Mana. So, jetzt macht bitte schnell die Stadt hier dem Erdboden gleich. Ach Gott, da ist er noch named. Oh Gott, oh Gott. Nein, du bitte weg. Ihr bitte beide weg, beide weg, beide weg. Och Mann, oh. Jetzt kommt ja auch noch Respawn, ey. Das ist doch zum Kotzen. So, ich habe noch mehr Skelette. Ja, dann ab dafür. Aber danach muss ich mich definitiv erstmal zurückziehen. Mein Gott, so viele Skelette. Ich hätte aber lieber meine alten Krieger, ehrlich gesagt. Aber das Skelett finde ich jetzt nicht so wirklich viel besser. So, Elfenarbeiter Stufe 15. Sehr gut. Sofort. Ach, guck mal, da hat er noch was.
Göttlicher Zorn Stufe 9. Habe ich den schon? Ich glaube ja, aber ich weiß es gerade nicht. Folgt mir. Ich hoffe, ich lasse jetzt hier kein Skelett liegen. So, dann schauen wir jetzt erstmal. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Zwei Nekromanten. Und dann den Rest wieder Hexer. Gebt euren Befehl. Nur lassen wir sie nicht. Ihr wartet erstmal. Da ist nämlich so eine garstige Patrouille. Und alle machen ja hier wieder den Gänsemarsch. Schnell. So, schmeißen wir ihm Skelette entgegen. Erstmal, wie gesagt, wir sammeln uns, dann marschieren wir alsbald da hinten hin. Und dann schauen wir mal weiter, was die Zeit noch so bringt. Bin da sehr gespannt. So, seid ihr drei doch mal so gut. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob der halten wird, aber macht doch mal da einen Onyx rein. Vielleicht ist er weit genug weg, dass die etwaigen Angreifer euch gar nicht erst bemerken. Oh je. Ich hoffe, das wird was hier unten. So, erster Down, sehr gut. Zweiter Down, ja, das wird was. Nächster Down. Und der letzte auch, sehr gut. Es läuft doch. Sofort. Auf mein Kommando. Und los! So, noch ein paar Hexerchen. Jetzt soll ja auch gleich gut knallen. Ja, schon wieder nach unten gehen. Nicht zu nah nach oben. Lass die schön Aria fördern. Ja, läuft doch. Sehr gut. Ich heile, Meister. Ich habe bestimmt wieder einige Sklaven eingebüßt. Yep, vier insgesamt. Oh, dein Türmchen da. Das ist ziemlich am Brutzeln, ist das nicht gut? Auf mein Zeichen. Und los. Ja, schön so langsam weiterlaufen. Das finde ich super. Schön weitermachen. Lass dich nicht stressen. Komm, alles gut, du hast Zeit. Lass dir schön Zeit. Schön in der Reichweite der Türme bleiben und schön langsam laufen. Ihr dürft natürlich auch gerne in die Reichweite unserer Armee kommen. Gar keine Frage, das erlaube ich euch. Kriegt ihr eine Einreisegenehmigung? So, wie schaut's? Da kommt der Letzte. Sehr schön, dann sind wir wieder vollzählig. Auf meinen Befehl. Haben jetzt ein paar mehr Hexer, dafür weniger Assassinen. Folgt mir. Was ich aber ganz okay finde.
So, ihr Lieben, ich würde sagen, an der Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüssikowski.